Hallo, liebe Schäfchen. Ich möchte euch wieder etwas über die Heilige Schrift erzählen und auch euch etwas vorlesen. Und zwar geht es um die Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Brüder, wir verkündigen Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden, vielmehr verkündigen wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt, denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nein, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Ja, dazu sind mir noch andere Bibelstellen eingefallen, und zwar von Hesekiel 1 wird von der Vision Hesekiels erzählt. Er sah die göttliche Herrlichkeit, und in Matthäus 5,8 heißt es, selig sind die, reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, in dieser Bibelstelle in Korinther heißt es ja, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, Gott ist ja auch die Liebe, und ja, und eigentlich müssten wir auch ein bisschen etwas tun, um uns mit ihm versöhnen zu können, und dazu ist mir einfach die Beichte auch zu Korinther eingefallen und auch ein paar Gedanken, die ich euch dazu sagen möchte. Oftmals können wir eventuell in Konflikte geraten. Manchmal reagieren wir nicht so, wie wir es gerne hätten. Unser Gewissen sagt uns, dass unser Verhalten in so manchen Momenten nicht richtig war. Wir dürfen in solchen Konflikten mit uns selbst zur Beichte gehen. Wenn wir Fehler machen, trennt uns das von Gott. Durch die Beichte werden wir mit ihm versöhnt. Wenn ich Gott liebe, möchte ich mich mit ihm versöhnen. Ja, ich schmeiß das jetzt einfach mal in den Raum, und ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf eurem Glaubensweg und wünsche euch einen schönen Tag und alles Liebe. Tschüss, bis bald.